sprengt. Oh nein. Cool guys, don't look at explosions. Wow. Mal gucken, was passiert. Und schon geht's wieder los. Irgendjemand. Ah, ein Schatz. Cool. Das ist aber bestimmt. Ja, da ist noch eine Etage weiter oben. Und irgendjemand scheint hier das Pulverfass noch mitgehen zu lassen. Mitgehen lassen zu wollen. Wow. Na komm. Okay. Einer weniger. Oh. Wow, jetzt geht's aber los, ja. Oh nein, nicht der Hauptmann auch noch. Ich werde von irgendwo noch beschossen, das ist jetzt unschön. Gott, meine Fresse. Oh je. Na komm doch. Boah, wie er. Jetzt ist er langsam im Kill-Modus hier. Jetzt macht er alles der Reihe nach. Fertig. So. Oh, geil. Der Move war super. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich noch einer hier um die Ecke, oder? Da ist doch einer. Ich seh's doch. Wo ist er denn? Ach komm, leck mich. Na gut. Seid zum Plündern. Kriege ich jetzt meinen Pfeil wieder? Ja. Jetzt war dann bei 5 Pfeilen. Vor allem habe ich aus der Kalten einfach so mal Pfeile gekriegt. Bei dem Ehen. Aber nicht bei dem anderen. So, jetzt will ich aber erstmal den Schatz haben und dann kümmern wir uns wieder um den Rest. Ich habe den Fort ganz alleine kaputt gemacht. Also, ich weiß jetzt nicht, bei wem der trainiert hat, aber der Indianer-Typ, der ist recht gut. Oberstes Kaliber, kann man sagen. Boah, und dieses, das wollte ich jetzt nicht. Ich will den bloß ausnehmen. Ausnehmen, jetzt. Ha, super. Ich liebe diesen Kampfstil. Der ist wirklich sehr intuitiv. Und im Grunde genommen ist es bloß draufhauen. Bis dann irgendwann mal umfallen. So, haben wir wieder das Maximum an Pfeilen. Und, ja, stimmt. Oh, nachladen muss man ja hier nicht mehr. Oh, geil. Jetzt ist sowas wie Musketen oder so ausgedacht hat. Der muss Hacke gewesen sein. Na gut. Kommt mal hier. Hat's oder was? Ah, du Sack. Komm her. So. Wo ist jetzt dieser Schatz? Der ist im Haus drin wahrscheinlich. Oder da hinten. Wow, wir kämpfen jetzt auf dem Dach. Wie kommen denn die so fix hier hoch? Die können ja genauso gut klettern wie ich. Das ist schon irgendwie gemein. Ja, yeah, einer weniger. Oh, ich hatte gerade so einen Killing-Move-Modus gerade. Jetzt. Erstmal den und dann den. Und jetzt wird es langsam... Ah, yeah. Und... Kontern. Nein, er ist schon wieder tot. Okay. Na, kommt er hoch? Alter Mann, ich mach dich sowas von tot. Du musst nur mal hier hochkommen. Dann kümmere ich mich um dich. Och, Mann, wie lange braucht er denn, um diesen scheiß Bogen zu spannen? Ist er denn so schwer? Also Bogen schwer? Nee, aber... Hä? Okay. Also der Move mit dem Messer ist deswegen doch nett, aber der sollte das deswegen schon irgendwie in der Hand halten. Das sollte nicht einfach so unter Kalten rumschweben. So, meine Güte. Hoppala. Ach stimmt ja, den anderen Typen habe ich ja hier mit dem Pfeil behakt. Und ein schönes Schlösschen. Ach bitte nicht schon wieder. Das ist... Okay, das Schlossknacken ist ja übelst so der Kacke. Maus nach links und nach rechts drehen. Wo hat der überhaupt den Dietrich her? Okay. Noch ein Stück. Alter, der hat es um 360 Grad. Jetzt. Okay, ja, nicht die Maus bewegen, dann ist alles okay. Okay, wir haben es gleich. Nochmal. Oh, komm schon. Jetzt. Oh, ist nicht wahr, komm. Ja, nicht die Maus bewegen.
Wenn man die Maus überhaupt nicht bewegt bei der ganzen Sache, dann klappt das. Aber ich glaube, das ist auf dem Gamepad einfacher als hier. Weil hier ist es... Oh, Folter. Folter, sag ich bloß. Aber wie man hier diese Schlösser die ganze Zeit... Man dreht hier anscheinend irgendwas auf. Sehr interessant. Aber wozu braucht man dann nochmal diesen Dietrich? Ist es jetzt offen? Danke. Oh, geil, 7500. Kann man das Messer mitnehmen? Waffe aufheben, plündern. Na gut. Oh, super. Yay, yeah, ich habe ein Messer. Waffe tauschen. Oh, okay. Also die Waffen, die man immer bei sich hat, die muss man sich schon irgendwie verdienen oder so. Holen wir mal die Flagge ein. Wenn du jetzt eine andere Flagge hast, dann gibt's Haue. Junge, du hast doch nicht meine Seite gewählt. Och, das ist vollkommen außer Kontext gerissen, mein Gott. Wollen die mich verarschen? Naja. Echt ein bisschen sehr außer Kontext. Aber na gut. Geht's mal weiter hier. Haben wir die Flagge eingeholt. Niedrige Steuern für den Handel. Ja, das ist doch mal cool. Sonst noch irgendwas? Können wir noch was machen? Also direkt hier, so da, wo ich jetzt gerade stehe? Nö. Das Fort haben wir befreit. Super. Hm. Dann befreien wir eventuell das nächste Fort auch irgendwann. Aber so, jetzt müssen wir aber erstmal hier gen Südwesten laufen. Ah, das macht Laune mit den Forts. Och nee, oder? Ja gut, springen wir halt gen Südwesten. Mal gucken, wie lange ich hier... Oh Gott, nee. Laufen kann, ohne den Boden zu berühren. Aber jetzt weiß ich immerhin, wie man hier hätte reingekonnt. Auch ohne den... Ja, okay. Wir haben den Boden berührt. Aus, vorbei. Jetzt wird normal gelaufen. Wir wollen ja auch wirklich irgendwann mal ankommen. Ah, scheiße, alles ist in meinem Weg hier. Aber das Sumpfgebiet ist ja echt abartig. Biber! Biber, Biber, Biberana! Biber, Biberbu! Was haben wir denn gekriegt? Castoreum. Was auch immer ein Castoreum. Als ob das nicht so aussieht, als ob da ein Biber war. Wenn man mit einer Axt daran nagen würde, dann würde das... Ne. Ein Biber hat diesen Baum ge... Oh. Irgendwie finde ich es sehr gemein, die ganze Zeit Biber zu killen, weil... Oh, die rennen so langsam. Das ist ja fast schon... Es ist echt sehr gemein. Na gut, wir müssen hier irgendwie hoch. Wie komme ich jetzt denn auf hier? Muss da immer so eine Art Anfangsweg finden. Oh, um dann erstmal dahin zu kommen. Hier hin und dann dahin und dann auf die andere Seite rüber und... Hallo, du musst... Du weißt schon, dass hier auf der anderen Seite noch so ein Baumstumpf rausguckt. Das ist dir schon bewusst. Ja, komm schon. Wir probieren es jetzt nochmal. Ah, jetzt geht's auf immer nicht. Oh, es nervt doch. Ich will doch nur auf die andere Seite. Och, bitte, tu mir den Gefallen. Okay, jetzt aber... Anständig. Na gut, wie käme man dann anders hoch? Man könnte hier hoch, hier rüber, dann auf diesen Ast. Man könnte hier hochklettern. Okay. Möglichkeit gefunden. So, und dann, wie gesagt, darüber, dann auf den Ast, hier rüber, dann auf den Ast und dann hier hochklettern. Und wir haben eine Feder. Okay, da haben wir jetzt schon mal einen kleinen Bug. Man kann nicht immer an diesen Ästen langlaufen. Keine Ahnung, wieso. Ich tippe einfach daran, dass irgendwas im Weg ist. Oh Gott, nein. Ah, es ist Wasser. Diesmal springen. Gott. Oh, Mann. Könnte man hier ein paar mehr von diesen dämlichen Asthaufen sein? Ein natürlicher Asthaufen vielleicht. Irgendwie so eine Art Riesenscheißhaufen. Das wäre geil. Okay. Ah, oh Gott. Respekt. Also, ich habe mich nicht fallen gelassen, um dann wieder hier hochklettern zu müssen. Alter, ist der Nebel dicht.
Ich glaube, das ist ein unguter Ort, um allgemein hier... Was ist das denn? Valley Forge. Aber ja, es ist allgemein ein unguter Ort, um... Naja, den Fluss zu überqueren. Weil es hätte auch schneller geklappt mit einer Brücke und so. Weil irgendwie mag ich dieses... Oh, und ich habe diesen den Typen vergessen auszunehmen. Aber na gut, den Pfeil, den kriegt man auch irgendwann mal wieder gekauft. Ist jetzt kein Problem. Hey, war pity. Jetzt ist ja eigentlich die ganze Zeit Nebel. Das nervt schon ein bisschen. Sieht mal aus, als ob die trächtig wäre, aber das ist ja normal. Yeah, eins weniger. Geil, wie der sich ab und zu mal einfach so nach vorne hechtet und die Viecher killt. Das ist geil. Bisschen cheat, aber geil. Ah, genau, so ein Asterhofen hier. Einfach mal mitten in der Wildnis hingesetzt, damit man mal von ein oder zwei von diesen mega hohen Dingern runterspringen kann, die sich Berge und Abgründe nennen und was auch nicht. Ah! Oh, shit. Kann man den hier gut halten? Was ist es denn allgemein, was wir jetzt kriegen? Hm, Waschbärenpelz. Okay. So, aber wir werden jetzt mal das Tomahawk wieder... stimmt. Das ist die 4, glaube ich. Faust, ja, genau. Hm, dann dürfte die 2... Die 2 ist das. Okay, 1, 2, 3, 4. Was sind dann eine 3? 3 ist Tomahawk. Okay, gut. Es geht alles um Uhrzeigersinn. Und die 1 ist links. Ah, analysieren wir mal kurz. Bevor wir den Hasen umnieten, der jetzt leider wieder weggelaufen ist. Na gut. Ja, da lang. Da-da-dum. Aber ein bisschen komisch. Eigentlich könnte man... Man müsste die Furz befreien. Erstmal. Aber... Also die Flagge wenigstens runternehmen. Aber das dürfte es eigentlich auch schon gewesen sein. Vor allem rennt man da über so... Wenn man es schnell macht... Vor allem, was hat das mit der Flagge bitte zu tun? Es heißt ja eigentlich bloß, dass man die Pulverfässer kaputt gemacht hat. Okay, wen haben wir jetzt hier? Ein Wapiti hat an diesem Fluss getrunken, gegessen, gekackt. Aber ich glaube, das machen die Tiere gar nicht wirklich. Also, wenn die ihre Notdurft... Vor allem Notdurft. Das klingt so als... Oh Gott, Notdurft. Zwei Wörter sind da drin. Not und der dürfen. 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 Das klingt komisch, das Wort. Na gut. Aber das dürfen. Darf. Darf! Jetzt haben wir es ja. Na gut. Ja, wie gesagt. Not und dürfen. So. Was erstmal irgendwie eine... Ja, Not ist ja im Grunde genommen ein Wort, das einen schönen Zustand der nicht... Was genau bedeutet... Mann, jetzt kann ich Not noch nicht mal anständig beschreiben. Not. Not wird allgemein auch im Englischen Need. Würde auch noch eine gute Bedeutung reinbekommen. Also, wenn man in der Not, na, Essensnot zum Beispiel. Also im Grunde genommen ist es Bedarf. Bedarf nach irgendwas. Ein anderes Wort für Bedarf. Hm, so, also Notdurft. Man bedarf also irgendwas. Und zwar bedarf man einem Klo. Man hofft, dass man irgendwo scheißen kann. Ich hoffe, das Thema lasse ich erstmal lieber ruhen. Weil im Moment fällt mir keine schöne Begründung ein. Vielen Dank. Bitteschön. 1000! Die gesammelten Waren zur Kontaktperson bringen. Super. Jetzt brauche ich nur noch irgendwo einen Händler. Und irgendwann finde ich nochmal diesen dämlichen Schatz hier. Wir lassen das mal hier mit dem Schatz. Wir gehen jetzt einfach dahin. So, ich will jetzt endlich mal hier diese Quest weitermachen. Das durfte eigentlich auch noch irgendwie funktionieren. Gen Nordosten. Ja, den brauchen wir jetzt eher weniger. Wow. Lauf mal schneller. Und den noch. Hm.
Es ging aber dagegen doch relativ fix. Ich dachte, wir hätten das eine Gebiet gar nicht verlassen, aber der Nebel scheint ja überall zu sein. Von daher geht es auch überall relativ fix hin. Vor allem kann man nicht so weit gucken, das ist auch ganz schön nerven. Moment, mein Lexington gab es doch auch noch ein paar Federn, oder? Moment. Ja, hier ist was. Mein Gehör ist einfach nur wahnsinnig gut. Man rennt hier einfach durch. Vor allem jetzt wird es angezeigt. Ne? Vorher nicht. Ja, noppen. Soll ich denn jetzt danach kommen? Okay, ich weiß wie. Dann da lang, dann da lang, dann von hier aus können wir hoch. Okay, und den können wir sowieso hochkraxeln. Scheiße jetzt. Wie komme ich jetzt mal? Ah, da. Den Ast habe ich jetzt gar nicht so gesehen. So, klettern mal darüber, hier hoch. Und wir haben wieder eine neue Feder. Okay, ich wäre jetzt einfach so auf den Boden gesprungen, aber na gut, ist er halt nochmal sicher gelandet. Krasser Scheiß. Aber, ach Mist, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viele Federn mir in Lexington jetzt noch fehlen. Oder ob das allgemein schon ein neuer Ort war oder nicht. Und da war es dann halt in dem Ort davor. Ah, Waschbären. Komm. Ach, shit. Ich gehe da immer von der linken Maus, von der rechten Maustaste runter. Komischerweise. Aber es kann es ja auch simultan benutzen. Sah aus, als könnte man dieses Seil auch hier irgendwie gebrauchen. Ob man so einen Boden runterklettern kann. Vielleicht findet man ja ein bisschen Gold. Vielleicht findet man noch in dem Keller irgendwas. Na gut. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, der hat ganz schön schwer zu tragen. Und ich eigentlich auch. Mit meinen Tausenden und Abertausenden von Fällen. Stimmt. Ich brauche mal noch einen Händler irgendwo. Muss doch mal einer sein. Wenn ihr nicht völlig beglückt von meinem Angebot Bin ich denn? Wo ist der nächste Händler? Okay, ich laufe jetzt einfach mal gen Norden an dieser Straße lang. Da müsste ja. Hallo,